Hier ist Ronja. Wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, bin ich gerade aus der Dusche gekommen. Ich habe gedacht, weil ihr alle gesagt habt, ihr wollt mal Vlogs sehen, heute ist ein Tag, an dem ich tatsächlich mal was mache. Also, yay! Bietet es sich an und ich filme heute für euch. Übrigens haben wir jetzt diese unglaublich. Sorry für die Unordnung übrigens. Einfach, das gerade eine Klausurenphase. Wir. Ja. Yeah. Das ist quasi sein Bereich im Moment. Aber jetzt diese unglaublich hässlichen grünen Vorhänge, weil die das Einzige sind, was die Sonne blocken, wenn die nachmittags so rumkommt und passiv-aggressiv auf seinen Monitor scheinen. Deswegen, ja, es ist nicht schön, aber selten und ja, die kommen bald ab. Also, ja. Und wir haben jetzt auch, ich habe nämlich vor meinem Balkon neu zu machen, deswegen haben wir jetzt auch den ganzen Stuff dafür in der Wohnung rumstehen. So, wir haben jetzt hier, oh, wir haben noch ein Bild, das kommt noch an die Wand, sobald meine Mutter da ist und mit der Bohrmaschine Sachen befestigen kann. Wir haben so Balkon, Blumen, Topf, Kästen, Dinge. Und wir haben jetzt auch so eine Umrandung für den Balkon. Die bringe ich heute auch noch an. Also, wie gesagt, ich mache heute was. Yay, yeah. Hätte das gesagt. Ich mache mir jetzt erstmal Frühstück und genau, dann sehen wir uns wieder. So, das ist mein Frühstück. Das ist Smoothie in der Schüssel, auch bekannt als Smoothie-Schüssel. Und wir haben keinen Esstisch, deswegen muss ich am Schreibtisch essen. Ich habe jetzt gefilmt und alles geschnitten, hochgeladen. Das Wetter ist absolut grottig. Und deswegen habe ich mir gedacht, welche Zeit wäre besser, um meine Balkon-Sichtschutzgeschichte anzubringen. Es ist stürmisch, es ist kalt. Und es regnet. Also, perfekte Voraussetzung. Ich habe mich warm angezogen. Das ist übrigens die Jacke von meinem kleinen Bruder. Entschuldigung. Dün, 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 dün. Okay, wir haben dieses Schicke übrigens, was ich euch zeigen wollte. Erstmal, wir haben die Kabelbänder. Kabelbänder sind wichtig, um das anzubringen. Oh mein Gott, es ist kalt. Okay, wir machen mal die Heizung aus, damit wir Energie sparen. Und. Und Momento, das sind so Bambus-Dinge. Kann man das sehen? Yay! Und das da jetzt irgendwie in dem Balkon. Und da steht auch noch die Liege. Falls ihr euch an die Roomtour erinnert, falls nicht, dann ist sie hier verlinkt, schätze ich mal. Falls ihr euch erinnert, da hatte ich auch schon die Liege draußen. Da war so, oh, immer regnet es, immer ist es nass. Ich kann die Liege nicht reinbringen. Ja, guess what? Der Grill ist auch noch hier. Tut mir leid. So, wir nehmen jetzt diesen Karton und machen den nach draußen. Dün, 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 dün. Okay, ich drehe das Ganze jetzt hier durch. Kann man das sehen? Okay. Dün, 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 dün. Es riecht ein bisschen wie Hasenkäfig. Warum singe ich die Mario-Musik? Ich weiß es nicht. Das kommt jetzt rein. So, ist das ein guter Standort für die Kamera? Ich bin nicht sicher. Ich habe aber meine Kabelbinder schon wieder weggeschludert. Ich sag, hier ist gut. Mist, die sind nicht aufgestellt. Was sich herausgestellt hat, ist Regen. Und Wind nicht das optimale Wetter, um einen Balkonumhang aufzubauen. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Ich habe so viel geschafft. Juhu! Bedauerlicherweise ist es echt kalt. Und ich warte kurz, weil es gerade richtig angefangen hat zu stürmen. Ich warte kurz, bis das vorbei ist. Ein paar von den Kabelbindern trollen noch einfach und haben keine kantige Seite. Was super nervig ist, wenn du in der Kälte den Kabelbinder gerade durchgefriemelt hast. Und dann denkt er sich, haha, ich mache aber nichts, ich bin kein richtiger Kabelbinder. Sorry, es ist immer ärgerlich. Das ist auch einfach nur belastend. Okay, das zeige ich euch nicht, weil sowohl die Waschmaschine als auch die Spülmaschine an sind und schon wieder neues Geschirr rumsteht und es einfach nur ein bisschen chaotisch ist. Okay, während ich das natürlich jetzt leider nicht machen kann, fahre ich wahrscheinlich einfach los in die Stadt, weil ich nochmal zur Apotheke muss.
Weil ich beim Arzt war und ich mir noch Medikamente holen muss. Da sollte ich mich vielleicht umziehen, weil ich momentan in diesem. Warte, kann man das überhaupt? Ich kann auch einfach die Kamera flippen, ich Idiot. Kann ich das? Kann ich das? Nein, ich kann es nicht. Naja, wie dem auch sei, ich sollte mich vielleicht kurz umziehen. Und ja, ich meine, bis jetzt, ganz ehrlich, bis jetzt sieht's gut aus. Guck dich das mal an. Okay. Machen uns jetzt auf den Weg. Ich bin jetzt wieder zurück in meiner Wohnung. Ich war einkaufen und genau, ich war noch kurz beim Supermarkt und ich habe, sieht aus, als ob ich gar keine Haare habe, dem Zopf. Ich versuche es mal so. Wird es besser? Nein. Genau, ich war einkaufen, ich habe meine Medikamente abgeholt, juhu. Ich war erst in einer anderen Apotheke, dann war die Frau richtig, richtig, keine Ahnung, unfreundlich und war so, ja, das haben wir nicht da, aber richtig mit so einer Attitude. Und dann habe ich halt gesagt so, okay, ich fahre eh in die Stadt, weil ich halt ziemlich sicher war, dass es das da nicht gibt und dann gedacht habe, okay, ich fahre sowieso in die Stadt. Das war mein Plan. Und dann war sie so, ja, aber da wird es auch keinen geben, der das führt. Und dann war ich so, naja, ist ja egal, ich fahre trotzdem hin, ich probiere es halt. Sollen wir es einfach für sie bestellen? So, nein, ist okay, ich fahre in die Stadt. Ja, aber da werden sie, glauben Sie mir, da werden Sie keinen finden. Bin ich in die Stadt, erstbeste Apotheke, in die ich rein bin. Hab das Rezept gezeigt. Oh Wunder, Sie hatten es da. Überraschung. So, hä? I don't know. Weird. Ich weiß nicht, was die Frau für ein Problem hatte. Aber scheinbar war die relativ, keine Ahnung. I don't know. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt noch eine Folge Subnautica aufgenommen. Yay! Dieses Mal auch mit Facecam, weil ich nicht zu faul war, mich zu schminken. Juhu! Und, genau, ich bin eigentlich nicht ganz sicher, was ich machen will. Oh. Weil ein Freund mich gefragt hat, ob wir was spielen wollen. Aber gerade die Sonne scheint und ich überlege, ob ich mich meinem Balkonummantelungsprojekt nochmal widmen möchte, weil ich da ja nicht so wirklich weit gekommen bin. Ich habe eine Wand gemacht, das hat man aber nicht gesehen, weil das außerhalb des Kamerasichtfelds war, wo ich versucht habe aufzunehmen. Das habe ich euch gezeigt. Die eine Wand habe ich gemacht, die anderen noch nicht. Es sind insgesamt 3 Wände, die so eingekleidet werden. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen will. Weil eigentlich, ich glaube, mein Freund ist halt drüben im Wohnzimmer und ich weiß nicht, ob der das so witzig findet, weil der eigentlich lernen will, weil der gerade noch in der Klausurenphase ist. Unlucky, unlucky, ich natürlich nicht. Aber ja, genau, das ist so ein bisschen der Gedankengang. Ansonsten habe ich eh nicht mehr so viel Zeit, weil ich noch zum Sushi-Essen gehe heute Abend. Dann nehme ich euch natürlich auch gerne mit einem Freund. Ne, mit 2 Freunden. Gehen wir zum All You Can Eat. Ich habe extra nur gefrühstückt heute. Ich habe kein Mittagessen gegessen. Ich habe mega Hunger. Der Kumpel, mit dem ich gehe, hat mir auch so geschrieben und war so, yo, bist du ready für heute Abend? Und ich so, ja. Ich habe richtig Hunger. Ich habe nur gefrühstückt. Ich versuche mit dem Kopf das Licht zu verdecken, damit es euch nicht blendet. Gern geschehen. Das ist schwer, weil ich mich da nicht bewegen darf. Und war so, ja, ich habe extra nichts gegessen. Damit er, ja, ich habe auch schon mega Hunger. Von daher wird es bestimmt witzig. All You Can Eat ist, oh, All You Can Eat, All You Can Eat ist fantastisch, okay? Wer kein All You Can Eat mag, ist ein Unmensch, sorry. Kurzer Rant. Ich habe, früher war ich mit einem Mädel befreundet, die mega auf ihre Figur geachtet hat. Und ich meine, es ist ja okay und es ist ja auch, also keine Ahnung, ist ja nichts Verwerfliches, wenn du das machen möchtest. Aber das war absolut unmenschlich, weil wir sind beim All You Can Eat Chinesen gewesen, ja, bei uns in der Nähe. Und ich als All-You-Can-Eat-Mensch bin so, ich esse den ganzen Tag nichts und esse ich beim All-You-Can-Eat so 3000 Kalorien gefühlt. Was heißt gefühlt? Wahrscheinlich sogar mehr. Ich mache das nicht oft. Ich weiß, dass man das nicht so machen soll eigentlich, weil es nicht gut für den Körper ist, aber keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist nicht schlimm, wenn man das alle paar Wochen mal macht. Wie dem auch sei. Jedenfalls mit der konntest du da nicht hingehen, weil du da hingegangen bist, mega Hunger hattest. Und dir gedacht hast, okay, ich hau mir jetzt so 4 Teller von irgendwas rein. Und sie dann irgendwie einen kleinen Salat am Anfang hatte, da bist du dann vielleicht noch dabei gewesen, ist auch ein Salat oder eine Suppe oder halt irgend so ein Vorspeisending. Und
Sie war dann so, oh, jetzt bin ich aber ganz schön voll, ich schaffe nichts mehr. Dude, warum gehst du zum All You Can Eat und isst dann Salat, Vorspeisensalat vom Buffet und sagst, oh, ich bin voll, ich schaffe nichts mehr? Das ist super dumm, das ist ein doofer Move, okay? Kann ich nur sagen. Überleg mal, die anderen Leute, die vielleicht mit dir mit sind, beziehungsweise nur ich, die sich dann denkt, toll, jetzt kann ich nicht die ganze Zeit da sitzen und was essen, weil sie, keine Ahnung, dann da sitzen muss und zuschaut. Beziehungsweise manchmal sind wir halt mit mehreren Leuten gegangen, dann war es ein bisschen besser. Aber sie hat sich immer so verhalten. Keine Ahnung, das war super anstrengend. Und jetzt kommt die Sonne noch mehr raus, okay. So, heute ist mal schönes Wetter zur Ausnahme, deswegen mache ich jetzt die restliche Balkonumrandung. Mein Freund ist auch da, aber er weigert sich mir zu helfen. Und deswegen mache ich das jetzt alleine. Falls ihr im Hintergrund Geräusche hört, dann liegt es daran, dass er mit der Maus klickt und Gummibärchen ist. Ich glaube, ich schneide das einfach raus. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ich es nicht rausschneide. So, das ist, wie es jetzt aussieht. Obwohl da 6 Meter stand, sind es scheinbar einfach keine 6 Meter. Deswegen habe ich nicht den kompletten Balkon eingedeckt gekriegt. Aber das ist schon okay. Ich bin nicht mad. Und genau, ich würde sagen, was für ein erfolgreiches Erlebnis. Wieder mal kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich das halbwegs anständig zusammengeschnitten kriege, weil ich weiß, dass ich sehr viele Bruchstücke habe, die super random sind. Und ich hoffe, dass das wenigstens ein bisschen Sinn ergibt. Naja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich mache jetzt jeden Samstag so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, nennen wir es Real-Life-Videos, also mal ein Vlog, mal, keine Ahnung, reden wir, mal mache ich Fanpost-Opening, mal ein Q&A, was auch immer. Falls ihr da irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren da lassen, dann kann ich schauen, dass ich das auf die Reihe kriege. Ansonsten abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!